Thorsten Frey ist der letzte Redner in dieser Debatte für die CDU-CSU-Fraktion. Liebe Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, Erwin Teufel hat mal formuliert, Politik beginnt mit dem Betrachten der Wirklichkeit. Und es trifft nur, nicht nur generell in der Politik zu, sondern wenn wir über die Reform eines gemeinsamen europäischen Asylrechts sprechen, in ganz besonderer Weise. Und wenn wir die Realität betrachten, dann muss man in der Tat zugeben, dass Dublin III gescheitert ist, dass Dublin III etwas war, was in guten Zeiten funktioniert hat, aber in schlechten Zeiten eben die Randstaaten Europas total überfordert hat und dass darüber hinaus auch die Reparaturmaßnahmen an Dublin III letztlich nicht funktioniert haben, weil die Entscheidungen, die Staats- und Regierungschefs im September 2015 getroffen haben, auch nach 2 Jahren das Relocation-Programm nicht umgesetzt werden konnte und von den ursprünglich geplanten 160.000 Flüchtlingen lediglich 27.000 umverteilt werden konnten. Wenn man das zugrunde legt und auch in Rechnung stellt, dass wir die Flüchtlingsherausforderungen für Deutschland und Europa nicht bewältigt haben werden, sondern dass die Herausforderungen in der Zukunft wahrscheinlich eher noch größer werden, dann ist es, glaube ich, nur konsequent, jetzt auch die Grundlagen dafür zu legen, dass wir für schlechtere Zeiten gerüstet sind. Und deswegen muss man sich mit diesen Themen beschäftigen. Und da gibt es ja auch Diskussionsbeiträge, beispielsweise von der grünen Fraktion, von der linken Fraktion, die allesamt untauglich sind. Ich will das einmal so pauschal formulieren. Genauso übrigens wie die aktuelle Beschlusslage im Europäischen Parlament. Auch die hilft nicht, zu einer Lösung zu kommen. Auch die hilft nicht, gemeinsame Antworten auf die Herausforderungen zu finden. Etwa, wenn man den erweiterten Familienbegriff sieht, den das EP beschlossen hat. Etwa, wenn man die Tatsache mit umfasst, dass auch Transitfamilien, also Familien, die erst auf der Flucht entstanden sind, davon umfasst werden sollen. Wenn man das alles in Rechnung stellt, muss man sagen, das ist genauso wenig ein Beitrag zur Lösung wie die Annahme, dass man sich frei entscheiden kann oder wenn Ankerpersonen vorhanden sind, in welchem Land man denn Asyl haben möchte. Das ist keine Lösung, meine sehr verehrten Damen und Herren, jedenfalls keine, die für uns akzeptabel ist. Und deswegen glaube ich, ist es richtig, wenn man sieht, wie lange wir schon auf der Stelle treten bei der Lösung dieser Aufgabe, dass man jetzt nicht das Trennende in Europa sucht, sondern das Verbindende. Und deswegen, glaube ich, war es richtig, von der Bundesregierung zu sagen, wir kümmern uns nicht als erstes um das, was am stärksten umstritten ist, nämlich einen permanenten Verteilmechanismus, sondern wir kümmern uns um die Fragen, die tatsächlich konsensfähig sind. Und ich glaube, dass man schon zugeben muss, dass es aus der Sicht nicht nur von einzelnen Mitgliedstaaten durchaus konsequent ist, nicht nur über einen Verteilmechanismus zu sprechen, sondern auch darüber, unter welchen tatsächlichen und rechtlichen Voraussetzungen man denn eigentlich nach Europa kommen kann. Und deswegen glaube ich, ist die Reihenfolge, die hier in Angriff genommen wird, auch durchaus richtig und akzeptabel. Und ich meine, meine sehr verehrten Damen und Herren, dass es auch ein richtiger Ansatz ist, darum über die sicheren Herkunftsstaaten zu sprechen. Es ist richtig, darüber zu sprechen, dass es keine abschließende europäische Liste geben sollte, die sich auf dem kleinsten gemeinsamen Nenner trifft, sondern dass natürlich auch nationale Festlegungen dauerhaft parallel dazu möglich sein müssen. Und wir müssen uns darum kümmern, wie wir es tatsächlich schaffen, dass wir für diejenigen, die schutzbedürftig sind, dauerhafte Möglichkeiten, hier zu bleiben, finden, während wir andererseits all die anderen es ihnen nicht durchgehen lassen, dass sie Asylrecht und Genfer Flüchtlingskonvention missbrauchen, um hierher zu kommen. Wenn man sich mit den Zahlen beschäftigt, im letzten Jahr 603.000 Asylverfahren in Deutschland, 4.300 sind schutzbedürftig nach dem Artikel 16a des Grundgesetzes, also weniger als 1%. Und gerade mal 120.000 sind nach der Genfer Flüchtlingskonvention schutzbedürftig, insgesamt weniger als 20%. Wir brauchen klare Antworten für Deutschland und Europa, wie wir das handhaben wollen. Aber die gemeinsame europäische Asylpolitik ist die falsche Antwort, wenn man erreichen will, dass Menschen, die man schützen will, zu uns kommen können. Das, was Sie vorschlagen, insbesondere von der Fraktion Die Linke, ist letztlich die Aufgabe unseres Anspruchs an Recht und Ordnung.
Vielen Dank, Kollege Frey.